Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Oddworld Soulstorm. Wir starten hier wieder ab dem Checkpoint, da haben wir die letzte Folge beendet. Es waren tatsächlich fast 2 Minuten Spielzeit oder so, die wir wieder zurückgeflogen sind, weil ich dummerweise sterben musste. Aber ansonsten hat es ja bisher mit den Checkpoints eigentlich ganz gut geklappt. Deswegen möchte ich mich hier gar nicht aufregen. Es wird auf jeden Fall immer schwerer. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wir das schaffen. Falsche Flasche. Beziehungsweise gar keine Flasche. Wir brauchen Mine. So, wie hatten wir denn das jetzt geschafft? Ich dachte schon, ich fall runter. Hatten wir das noch so geschafft? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Übrigens kann man das Spiel doch verlassen und man kommt direkt wieder am Checkpoint raus. Die gestrige Folge habe ich gestern aufgenommen und die heutige heute. Und ich dachte schon, ich muss das alles nochmal bis hierher spielen, aber nein. Wieso hat denn er mich jetzt mitbekommen? Shit. Geht ja schon mal gut los hier. Aber nein, das Spiel speichert tatsächlich die Checkpoints. Da bin ich doch sehr, sehr glücklich drüber. Sechsten von neun, Shelly. Royal gefunden. Wie hatten wir das letzte Mal gemacht? Ich glaube, ich habe dann auch erstmal unten gelöscht. Aber wir werfen jetzt trotzdem erstmal die Mine. Jetzt bleibt sie wieder nicht liegen. Komm schon. Nee. Noch ein kleines Stück vor und noch ein Stück höher. So vielleicht? Auch nicht. Shit, jetzt haben wir die... Ja, jetzt haben wir sie wieder wütend gemacht. Nee, ich glaube, wir müssen wirklich erstmal unten löschen. Ach Mist. Dann kullert er die bloß so. Kann ich die wieder aufnehmen? Das ist ja cool. Gut, wir löschen erstmal hier unten. Dieses Getaumel nervt mich ein bisschen. Man hatte mal Angst, dass man direkt runterfällt, obwohl es nicht der Fall ist. Wo ist denn der jetzt hin? Ist der jetzt abgehauen? Also so klappt es auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten hier noch ausgemacht. Entweder hat es ihn doch eine Mine erwischt. Ich habe es jetzt leider nicht mitbekommen. Ich habe halt irgendwie ein bisschen die Befürchtung, dass er genau dahinter steht. Aber ich glaube nicht. Das ist nur der da oben. Ich dächte, den könnten wir chanten. Oder auch nicht. Naja, dann gibt es auch noch eine Betäubungsmine. Muss wahrscheinlich ein bisschen sparsamer mit den ganzen Geschichten umgehen. Komm, lauf zurück. Danke. Kommen wir von hier gar nicht hoch? Doch. Und da haben wir's. So, weiter geht's. Soweit waren wir ja, glaube ich, schon. Obwohl, nein, hier waren wir noch nicht. Ja, super. Hätten wir auch direkt in der letzten Folge beenden können. Hätte ich gewusst, dass es bloß noch so kurz geht, hätte ich das natürlich getan. Ja, ärgerlich, aber die Folge davor oder die Mission davor ging halt fast eine Stunde. Deswegen, wir haben keinen Mudokon gerettet, aber auch keinen getötet, aber 19 Slicks dafür. Wir sind nicht perfekt im Spiel, also um Gottes Willen, wir übersehen anscheinend auch oder ich übersehe eine ganze Menge. Aber ja, was möchte man machen, ne? Soll ja auch darum gehen, dass wir hier ein bisschen durchkommen und Spaß haben. Also auf zum nächsten Level.
Und da sind wir wieder, die Seilbahn. Du bist im vergleichsweise sicheren Sorgental angekommen, aber dein Weg wird von Überbleibseln des einsturzgefährdeten alten Minenkomplexes versperrt. Irgendwie musst du dir einen Weg durch das Tal bahnen, außerdem scheint es in der Gegend Mudokons zu geben, denen du vielleicht helfen kannst. Machen wir? Leg deine Hand darauf, um uralte Weisheiten zu erlangen. Achso, das haben wir ja gerade schon gelesen. Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass hier nochmal dasselbe draufsteht. Was haben wir hier? Zoro Worley. Du sahst ja anscheinend mal aus, beziehungsweise hier sieht's noch aus. Irgendwie eine ganz komische Kameraperspektive. Ich hasse das, wenn ich irgendwo langlaufe und ich sehe, wohin. Es pfeift der Wind durch unsere Lederlappen am Mund. Bleibt das so oder ist das jetzt so ein Zeitding? Bitte bleib so. Gibt's hier wieder Minen? Kabelset. Die Arbeiter, die unsere elektrischen Tore und Schalter verkabelt haben, ließen diesen Kram überall rumliegen. Okay. Zweimal Kabelset. I don't know. Okay. Kommst hier anscheinend nicht rein. Wir müssen eventuell etwas verkabeln, würde ich fast meinen. Aber ich kann es nicht auswählen. Es ist nicht im Inventar. Hier drüben geht's auch nicht weiter. Ich hätte gedacht, dass das was mit den Kabeln zu tun hat. I don't know. Okay, dann leider nicht. Hier geht's auch nicht weiter. Also müssen wir wieder hoch. Ich komme nicht wieder hoch. Von dem Ding aus kann ich nicht springen. Und das ist zu kurz. Okay, das ist jetzt ein bisschen komisch. Das heißt, wir müssen irgendwas hier unten machen. Wir haben hier aber nur die Gebräuflasche. Wir haben Kupfervier als Schlüssel. Aber das kann ich ja alles nicht auswählen. Aber hier oben wären wir ja auch nicht weitergekommen, oder? Naja, wo... Ah doch, wir können von hier aus springen. Jetzt haben wir es, okay. Sehr einsam und verlassen hier. Checkpoint. Oh, die sehen jetzt anders aus. Ein riesen iPad sozusagen. First night, we escaped. We was dizzy, delusional, so hungry. Somehow I started chewing parables that grow in the dark mine shafts. But the parables, they made me feel better. I tried to tell them, but they wouldn't eat any. And they didn't live as long. Whatever the remedy, parables must surely be a part of it. Abe, you can... You must solve the rest of it and craft the antidote to heal us before it's too late. Das ist unsere Aufgabe. Finde einen Weg zur Fat Station, sammle alle Zutaten für die Herstellung des Gegengifts und sammle die erste Zutat. Also Paramult, hieß es glaube ich gerade, ist so ein Teil davon. Und noch einer, der was zu sagen hat. Okay. There's someone here knows why we're sick. They say he's almost got a cure. All I know is he was from the brewery, Soulstorm Brewery. He knows things. Okay, was zum Heilen halten, aber ich kann doch nicht heilen. Du brauchst ein Gegengift, okay. Also einer von der Brauerei weiß anscheinend mehr als wir. Versorge die Tür von der Mine heraus mit Energie. Ah, jetzt geht's um die Kabelbäume. Müssen wir mal schauen. Hier liegt ja schon ein Kabel und das geht hier hinten lang. Gucken nochmal eben hier oben. Hier ist ja der Strom. Nicht genügend Mudokons, um die Arbeit auszuführen. Du benötigst 7 Mudokons in der Nähe. Wahnsinn, unsere Quest-Reihe wird immer größer. Unsere Aufgabenliste besser gesagt. Gut, also wir brauchen Strom. Wir müssen die Mudokons wieder heilen. Damit die uns helfen können. Hier geht's in die Mine rein, also werden wir als erstes mal hier reingehen.
um den Strom hier irgendwo abzuzapfen. Wir haben einen Checkpoint. Nutze Fackeln, um Licht ins Dunkel zu bringen. Mudokons sehen im Dunkel nicht gut. Entzünde eine Fackel und lass es Licht werden. Du kannst eine Fackel auch werfen, wenn du sicher gehen willst, dass es in den dunklen Ecken keine Gefahr lauert. Das in den dunklen Ecken. Entschuldigung. Gibt's hier noch einen Kabelbaum? Nein, eine Fackel. Ja, wer hätte es gedacht? Diese tragbaren, leicht zu werfenden Fackeln kommen gerade recht, wenn du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen willst. Nicht besonders verlässlich, aber dennoch praktisch an Orten, an denen du mit Technologie nicht weiterkommst. Okay. Dann machen wir mal eine an. Mondgras ist das bewegungsgesteuerte Nachtlicht der Natur. Es ist in ganz Oddworld für seine medizinischen Eigenschaften bekannt. Ah, ich glaube, wir haben schon mal die erste Zutat. Erkunde die Umgebung per Chanten. Drücke LT, um zu chanten und anschließend R, um dich umherzubewegen. So kannst du Gefahren im Dunkeln erspähen und das Mondgras leuchten lassen, wenn du es berührst. Eine ganze Menge Tipps und Neuerungen in dieser Mission. Ah, so viel hat es gerade nicht gebracht, aber wir wissen zumindest, wir können hier runterspringen. Und dass wir direkt sterben. Noch mehr Fackeln. Noch mehr Fackeln. Und noch ein Kabelset. Laufen jetzt erstmal ein Stück vor. Hui. Das war riskant. Hier Mondgras, hier auch noch. Weiß nicht, ob wir doch noch mal chanten sollten, weil die Fackel macht irgendwie echt wenig Sinn. Wir haben einen Checkpoint, das passt. Also dürfen wir einmal hier runter. Hier müssen wir springen. Paraschimmel. Diese müffelnde Pflanze konnte eine heilende Wirkung entfalten. Zweite Zutat. Und es gibt anscheinend noch eine dritte. Fetoline Generator. Finde in der Mine Fetoline, um es in Betrieb zu setzen. I don't know, okay. Was das Ding hier macht. Aktuell erstmal nichts. So, schalte einen Generator in der Nähe ein. X ziehen. Kann aber nicht ziehen. Nö, also ich probiere alles, aber es funktioniert nicht. Dann lasst nochmal kurz chanten und mal gucken. Hier geht ein Aufzug hoch. Aber er zieht nicht dran. Aufzug, kein Strom. Ach, da steht's ja. Ja, also wir brauchen Strom. Habe ich verstanden? Aber wir müssen anscheinend noch irgendwo dieses Fetoline finden. Das ist eine gute Frage, weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo es noch lang geht. Vielleicht hätten wir hier noch runterspringen können. Das sieht mir aber irgendwie nicht danach aus. Das heißt, hier wieder zurück. Aber es ging doch... in der Mine nirgendwo anders lang. Doch, hier. Geheimareal gefunden. Batterie, nützlich, um Dinge mit Elektrizität zu versorgen. Sehr gut. Ich glaube nicht, dass eine Batterie reicht, um den Aufzug zu steuern. Dann wäre es zumindest eine ziemlich geile Batterie. Speichert unseren Fortschritt. Wir kommen hier auch nicht mehr hoch. Das heißt, es gibt kein Zurück. Da unten sind wir lang. Hier sollten wir lieber nicht runterspringen. Chante hier nochmal kurz. Ah. Alles klar. Lösung gefunden. Ja, ist ja gut. Nein, bleib da dran. Dann hier rüber und zack. Da haben wir es. Braucht eine Generatorin und einen kleinen Boost, dann nimm Fetoline, denn nachhaltig ist langweilig. Jetzt lass mich mal kurz gucken, können wir hier gerade runter oder kommt dann das Loch? Nö, funktioniert. Also, können wir jetzt einmal das Ding hier anschalten? Wir haben Fetoline. Funktioniert. So, das heißt, wir müssten jetzt hier Hebel ziehen können. Genau, fahren nach oben. Wir müssen ja, glaube ich, bloß noch die dritte Zutat finden. Der Strom fließt hier lang. Auswählen können wir hier aktuell noch nichts. Paraschimmel ist auch am Start. Hier geht's noch rein. Checkpoint.
Und hier, da geht's auch noch drüben lang. Ich würde erst mal ganz kurz hier rüber schauen. Achso, wir sind wieder am Anfang. Wir sind einfach nur wieder hochgekommen. Dann müssen wir anscheinend wieder raus. Chrom haben wir ja angeschalten, aber ich glaube, uns fehlt die dritte Zutat noch. Oder bin ich jetzt doof? Könnte auch durchaus passieren, dass ich doof bin. So. Oder wir kommen hier nochmal zu einem anderen Mineneingang. Oh oh. Ich rette dich, mein Guter. Können wir mit dir noch sprechen? Ja. You sick too? Last night, some tried to hide deeper in the mine shafts. But it wasn't long before we heard horrible screams and the screeches of leeches. Then it was silence, and none that went in came out. Leeches are terrifying things, but their droppings have cured many ills. Some leech guano might help us, though. But who would be brave enough to find some? Hier natürlich, gar keine Frage. Auf zum Fleechguano. Und damit sollten wir die letzte Zutat unser eigen nennen dürfen. Genau, finde genug Mudokons, damit der Lift funktioniert. Ich glaube, das haben wir schon fast. Was stand vor uns da? 7? Echte zumindest. So, kein Strom. Das heißt, wir müssen wieder hier hinein oben anschalten und Fleechguano finden. Also mit Fackeln können wir uns mittlerweile bewerfen. Wir haben noch mehr Kabelsets, das ist auch gut. Können wir hier noch reingucken? Macht mir Angst, dass er sich drin versteckt. Soll das irgendwas bedeuten? Ich hoffe doch nicht. So, das Ding müssen wir am Ende aufmachen, also geht's erstmal runter, aber hier schläft jemand. Kann die Dinger nicht anchanten. Ist nicht so geil. Hab mich aber schnell gehört. Was sind denn das für süße Dinger? Ja, dann müssen wir erstmal kurz wieder hoch und mal schleichen. In der Hoffnung, die beruhigen sich wieder. Haben wir hier die Wachhunde aufgeweckt. Ist gut, aber wir haben bei denen auch keinen Balken, ne? Ich sehe irgendwie, dass das nicht klappt. Können natürlich auch Minen und so werfen, aber... okay, es hat geklappt. Aber ich kann die nicht fesseln oder so. Nee, mit denen kann ich tatsächlich gar nichts machen. Also müssen wir ganz leise dran vorbei. Sind deine Knochen, die so quietschen? Das sieht eigentlich aus wie Steinboden. Die Frage, das Chanten macht immer relativ laut, ne? Nee, geht. Gut, passt, schnell hier runter. Nicht reingehen. Nur Kabelset mitnehmen. Danke. Weiß nicht, warum er das jetzt immer macht, hat er vorher nicht getan. Entweder drücke ich was anderes oder... Bei den anderen Spindschränken war es einfach nicht gedacht, dass man sich drin versteckt. Es wird ganz schön dunkel hier in der Folge. Ich hoffe doch sehr, dass die Minen nicht allzu lange dauern. Dass ihr auch ein bisschen was seht. Und ich auch natürlich. Und glaube ich einfach nur Warnschilder, dass man hier runterfallen kann, ne? Brauche ich nicht gucken, ob es unten weitergeht. Ein neuer Checkpoint erreicht. Und wir gucken mal, wo es hier weitergeht. Hier oben ist noch ein Royal Gelee. Da drüben schlafen wieder ein paar Hunde. Naja, dann werden wir uns das holen, aber dann definitiv erst in der nächsten Folge. Morgen 12 Uhr geht's dann weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.